Herzlich willkommen zum heutigen Video. Black Friday steht vor der Tür und wir dachten, wir machen ein cooles Video und zeigen euch, wie ihr euer Bike ziemlich leicht upgraden könnt. Es gibt genau drei Gründe, warum ihr euer Bike upgraden solltet. Der erste, irgendwas ist verschlissen oder es ist kaputt gegangen. Zum Beispiel hier, ich habe einen Platten bzw. nicht mehr ganz so viel Luft im Schlauch, dementsprechend ist da das Upgrade tubeless. Der zweite Grund ist, die Saison steht an. Ihr habt richtig Bock zu fahren und es fehlen noch zwei, drei Kleinigkeiten. Das heißt, ihr macht euer Bike fit für die Saison und das ist ein ziemlich erfreulicher Grund. Der dritte Grund ist Black Friday und die damit verbundenen Black Fridays hier bei uns bei Liquid Life. Ihr könnt euer Bike über die Wintermonate richtig schön upgraden, spart dabei eine Menge Kohle und seid in der nächsten Saison direkt ready. Es gibt tausende von Möglichkeiten, dein Bike abzugraden. Ich zeige dir heute an meinem Santa Cruz 5010 meine Lieblings-Upgrades. Wie unschwer zu erkennen ist, habe ich Kupfer als Akzentfarbe gewählt. Deswegen gibt es einen passenden Kupfervorbau, eine Kupferkette, passende Griffe, die ganz cool aussehen, Kupfer-Tubeless-Ventile inklusive Kupfer-Spacer und am Ende gibt es auch noch Kupfer-Sticker und die Magura-Bremse hat auch noch Kupfer-Akzente. Natürlich sollte man sich einen Plan machen, welche Teile man upgraden möchte und warum. Ich zum Beispiel wechsle auf Tubeless, weil ich mit Schläuchen relativ oft einen Platten habe. Man sieht ja öfter, dass die Leute Tubeless Milch einfach so quasi reinkippen, während der Mantel noch nicht aufgezogen ist. Das kann man auch machen. Ich persönlich mache es lieber mit dieser Spritze hier. Das ist so ein Set quasi, das haben wir auch bei uns im Shop. Die Spritze zusammenzubauen ist eigentlich ziemlich einfach. Man hat quasi hier so einen Valve, damit kann man auf und zu machen. Brauche ich jetzt hier nicht tatsächlich. Das ist eher so zum Messen, wie viel man noch im Reifen hat. Weil das kann man auch mit dem Set machen, auch ziemlich cool. Ich nutze einfach den Aufsatz hier vorne. Ich würde sagen, wir schnacken nicht mehr lang. Wir schnappen uns hier gleich ein bisschen Milch und füllen das dann mal rein. Der Trick bei der ganzen Sache ist es eigentlich, das Tubeless-Ventil quasi einmal so ein bisschen schräg nach unten zur Seite zu halten, dann mit der Spritze reinzugehen. Da merkt man, okay, man ist auf dem Boden. Dann kann man ganz langsam und entspannt die Dichtmilch einfließen lassen. Was ich ja ziemlich cool finde, ist, dass hier auch direkt schon so ein Ventilschlüssel verbaut ist. Das ist ähnlich wie bei Makkoff, also bei den Makkoff-Ventilen. Kann man einfach hier drauf gehen und easy peasy den Ventilkern wieder reindrehen. Finde ich gut, gerade wenn man mal auf dem Trail unterwegs ist oder so, dann ist sowas auf jeden Fall Gold wert, dass man das quasi direkt am Bike hat. Um etwas Farbe in das Ganze reinzubringen, wechseln wir natürlich auch den Vorbau und die Spacer. Ein weiterer cooler Effekt von den Spacern ist, dass sie aus Aluminium sind und nicht wie die aktuell verbauten aus Carbon. Und zum Beispiel an einem Schlepplift, wenn der sich einhakt, kann er die Spacer dadurch nicht kaputt machen. Und wir brauchen hier auf jeden Fall einen großen und kommen eigentlich mit einem großen und einem mittleren aus. Die Griffe werde ich auch austauschen, da die aktuellen ziemlich abgenutzt sind. Außerdem sind sie doch recht dick und im Winter mit Winterhandschuhen ist mir das einfach ein bisschen zu dick und da sind die dünneren Griffe auf jeden Fall viel besser. Für die MT Trail habe ich mich entschieden, da sie hinten nur eine Zweikolbenbremse hat und da ich mit dem Bike auch Wheelies und Manuals üben will, will ich da ein bisschen mehr Kontrolle über die Hinterbremse haben.
Ebenfalls wechsle ich den Sattel, da ich jetzt im Winter nicht mehr den Luxus von einem Lift habe, der mich hochfährt, sondern öfter mal selbst hochtreten muss. Dementsprechend ist ein bequemer Sattel Gold wert. Sticker sind auf jeden Fall ein cooler Weg, sein Bike ein bisschen zu personalisieren. Wenn sie einem nicht mehr gefallen, kann man die einfach super easy abmachen. Nach einiger Zeit hat man sich vielleicht ein bisschen satt gesehen an seinem Bike. Und so einen Anlass wie zum Beispiel Black Friday kann man super nutzen, um seinem Bike einen neuen Look zu verpassen. Das Coole dabei ist, man spart einiges an Geld und hat am Ende das New Bike Day Feeling. Mit den paar Teilen, die wir heute angebaut haben, haben wir dem 5010 einen komplett neuen Look verpasst. Und ich muss sagen, der gefällt mir auf jeden Fall.